Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Transport Fever 2. Heute geht es weiter. Wir sind aktuell, warum auch immer das gerade aufgeploppt ist, weil ich irgendeine Taste gedrückt habe. Wir sind heute hier. Moment. Warum machen die keinen Treibstoff? Warum ist hier kein Treibstoff? Hä? Warum liefern die keinen Treibstoff? Hä? Oh! Oh nein! Die liefern keinen Treibstoff, weil hier kein Treibstoff, weil das hier nicht dazu zählt. Moment. Panik! Zählt das dann jetzt dazu? Nein, shit. Shit. Okay, wir können eigentlich nur eine Entladestelle auch machen. Dann können wir darauf scheißen. Abriss. So. Alter, das wäre jetzt echt dumm gewesen. So, Treibstoff-LKW. Und zwar Haltestelle hinzufügen hier. Genau. Jetzt sollten die auch Treibstoff liefern, oder? Schauen wir mal. Moment, du drehst dann bitte mal um. Du ebenso. Aber jetzt sollten die das hinkriegen, weil hier Treibstoff. Da. Treibstoff. Weil Parkstraße, das ist ja das jetzt hier. Das ist hier Treibstoff. Verbraucher, sagen wir mal. Die wollen Treibstoff. Müssen die hier eigentlich... Ah ja! Da kommt jetzt der erste Treibstoff dran. Ah ne, du lädst trotzdem nochmal gleich. Okay, die produzieren auch gut. Alter, 138. Okay, vergesst, was ich gesagt habe, dass wir hier bei denen schauen müssen, dass wir hier, wobei, die sind jetzt schon 12, das ist schon sehr lange Züge. Ja, die konsumieren auch gut. Aber noch mehr brauchen wir eigentlich nicht. Würde ich jetzt mal sagen, weil die sind schon sehr gut gefüllt. Wie viel? Okay, immerhin 4. Der kommt jetzt aber mit gar nichts daher. Also der wird umdrehen jetzt gleich. Okay, der dreht auch um. Können wir denen nicht sagen hier? Ihr ladet! Okay, aus irgendwelchen Gründen. Okay, der nimmt jetzt gut Treibstoff mit. Ich werde die jetzt einfach noch mal ein bisschen. Okay, der wird dann auch nur einen Tank, oder was? Okay, ich glaube, wir müssen die hier jetzt erstmal ein bisschen machen lassen. Ich werde alle
die nicht mindestens 2-3 Treibstoff transportieren, hier dann so abfangen und denen sagen, dass sie zurück sollen nach der Kreuzung. Also die beiden sind okay. Der hier auch. Ja, der kann noch mal ein bisschen tanken. Und der hier sowieso. So. Jetzt sind hier auch schon wieder 9. 150, Alter. Aber die Sache ist halt, die brauchen nicht so viel. Seht ihr, die sind schon auf relativ hoch und da kommt der nächste mit 60. Das geht sich gerade aus, dass das in deren Konsumlager eintritt. Also noch viel mehr brauchen wir nicht. Die werden gleich mit Produktion voll sein. Oder brauchen wir die noch ein bisschen mehr? Keine Ahnung. Hauen wir noch einen raus von denen. Hier bei der... Was sind das nochmal für welche hier? Nein! Nein! Hier den Zug bitte. Nein! Nicht Signal. Hier den Zug. So. Dann würde ich sagen, klonen wir den. Das ist das hier. Schicken ihn auf die Strecke. Treibstofftransporteur. Wir werden jetzt hier nochmal 2 Ausweichgleise machen, damit das auch vernünftig ist. Weil das werden wir vielleicht dann eh noch brauchen. Machen wir es hier, dann müssen wir gar nicht den Stein wegmachen. Nee. So. Und so. Ah, fast 69. Komm, 69, genau. So, Signale einmal hier und einmal da. Gleise dann. Würde ich sagen, das können wir dann gleich hier machen. Das Ausweichgleis. Oder wobei hier drüben, weil hier ist das schon sehr nah an dem hier. Hier drüben wäre das schon sinnvoller. So, über 60 auf jeden Fall. Ja, über 60 sind zwei. Oh. Das Konstrukt, mit dem der Fledermausmann zu fliegen gedenkt, sieht wenig flugtauglich aus. Schütze den Mann vor sich selbst. Bringe ihn von seinem wahnwitzigen Vorhaben ab, indem du ihm Champagner verabreichst und ihn so auf andere Gedanken bringst. Oh! Okay, die Bonusaufgabe habe ich jetzt gar nicht offen. Schirm gehabt. So, liefere Champagner zur Werkstatt des Österreichers. Das ist hier unten. Das könnten wir wirklich machen, indem wir hier... Ist das ein Kopfbahnhof? Nee. Normaler Bahnhof. Dann können wir hier das so hier weiterführen lassen. Hier drüber. Dann hier an Rhein vorbei, wo wir vielleicht einen Bahnhof mal machen. So, hier zum Beispiel. Wir haben einen guten Ort für einen Bahnhof. Gleise, Gebäude. Hier Passagierbahnhof. Machen wir einfach mal so standardmäßig. Und dann hier weiter. Dann machen wir das als Zug. Das andere haben wir nur per Auto gemacht. Aber das ist, glaube ich, eh eine relativ gute Verbindung dort drüber. Von daher machen wir das ruhig. Machen wir das ruhig. So. Jetzt hier schön rüber. Mit 80. Sehr gut. Hier geradeaus weiter. Ja, es ist hier alles wirklich sehr flachländisch, sage ich jetzt mal. Gar nicht wie in Österreich. So. Ja, komm, 18. Genau, dann hier rüber. Hier durch, hier weiter.
Das hier können wir theoretisch gleich konfigurieren, ich weiß. So, dann machen wir hier nochmal Plattform, Passagierplattform. So, ich weiß, es ist jetzt aktuell noch nicht wirklich sinnvoll, aber es wird später. So, und dann würde ich sagen, gehen wir hier so rein. Oh ja, das schaut gut aus. Ja, das würde ich sagen, geht. Und dann hier rüber. Und hier rein. Beziehungsweise, dann machen wir es folgendermaßen. Dafür muss ich, glaube ich, das Signal hier wegmachen. Und diese Schiene wahrscheinlich auch. Aber dann machen wir das hier zu doppelgleisig bis hier drüben. Dann lassen wir den nochmal kurz ein bisschen wegfahren, weil ich weiß nicht, ob das mit den Zügen irgendwas macht, wenn ich das dann mache, was ich jetzt vorhab. 69, sehr schön. dammit. Einmal ein Späßchen machen, auf einmal fickt dann das Spiel. Boah, jetzt komm schon. So. 69, warum nicht? So, machen wir folgendes. Und zwar hier ein Gleiswechsel. Da haben wir auch einen Gleiswechsel drin. So, dann jetzt machen wir hier ein Gleis, das von hier rüber geht. Schön mit 69 Höchstgeschwindigkeit. Beziehungsweise, nee, ist ja dann voll dumm, wenn wir das da hier den Gleiswechsel machen. Dann wäre es ja viel intelligenter, wenn wir das hier hin machen. So, und zwar so. So. Jo. Und so machen wir das. Weil dann müssten wir eigentlich... Okay, dann machen wir das doch noch mal ein bisschen weiter. Weil sonst ist das wieder schlecht für die, So. Nämlich zumindest bis hier drüben. Gut. Und zwar so, damit das hier nicht zu Zugstaus kommt. Holy shit, was ist das gerade für eine Abomination? Was ist das gerade für ein komisches Teil gewesen? Das gefällt mir gar nicht. Ja, das schaut nach was aus, aber was das gerade war, das war nicht gut. So, dann würde ich sagen, machen wir no problem eine Linie. Neu. Achso, Moment. Wir haben jetzt hier noch keinen. Geht auch, das geht auch. Dann machen wir hier raus. Aus Paris machen wir einfach auch einen Güterbahnhof, indem wir hier konfigurieren und dann hier einfach noch ein paar Gleise hinlegen und eine Güterplattform. Let's go. So, dann machen wir folgendermaßen, und zwar Steigung zu groß? Hä? Warum auch immer da gerade Steigung zu groß war, das ist sehr weird gewesen. So,
So. Jetzt von hier aus hier rüber. Vor dieser Weiche. Das Signal können wir theoretisch hier nach vorne verlagern. Hier machen wir sicherheitshalber auch eins. Hier ist ein Signal. Vorne ist eines. Jo, ich würde sagen, dann ist das jetzt hier der Champagner für Österreich. Weil eine Person repräsentiert bei uns das ganze Land. Who knows? So. Champagner, Station. Wir wissen, er geht immer zuerst zu dem zweiten aus irgendwelchen Gründen. Deswegen machen wir es jetzt clever. Und dann hier drüben, hier würde ich sagen... Warum konnten nicht alle Haltestellen miteinander verbunden werden? Ach so. Dann machen wir so eine Konstruktion. So. Machen wir so eine Konstruktion. Und let's go. Das sollte so doch echt gut funktionieren. Dann einmal hier ein Signal, einmal hier ein Signal, einmal hier ein Signal, damit die nicht zusammenfahren. Und let's go. Jetzt sollte aber alles verbunden sein. Genau. Da in beide Richtungen. Hier Ausweichgleis. Und hier so. Hier brauchen wir kein Ausweichgleis. Hier brauchen wir lediglich hier ein Signal. Ich glaube, mit diesem einen Signal sollte das eigentlich reichen. So, jetzt brauchen wir hier noch. So, natürlich wieder. Ja, weil ich meine, die werden sich eh... Wobei, die werden sich wahrscheinlich nicht hier begegnen, sondern wirklich eher hier. Machen wir hier aber wirklich nur ein... Wobei, ich glaube, es wäre sinnvoll, das trotzdem hier mit dem Gleisdings zu machen. Und trotzdem einfach eine Güterplattform hinzulegen, weil dann hat man's und ja, sicher ist sicher, sage ich jetzt mal. Vor dem Bahnübergang. Jo, machen wir das vor dem Bahnübergang. Let's go. Dann ist das Signal aber nicht gut. Und hier brauchen wir... Ah, hier haben wir schon die Signale. Beide Richtungen. Hier noch das für hier rüber. So, damit würde ich sagen, passt das. Und dann können wir sogar von Paris nach Rhein eine Bahnlinie einrichten. Machen wir jetzt erstmal nicht. So, da. Fahrzeug kaufen. Champagner. Was transportiert in den guten alten Champagner? Ein gedeckter Güterwagen. So. 20 Kapazität. Ja, komm. 28 Kapazität. Wobei, die wollen ja natürlich ordentlich was. So. 40 Kapazität. Zwei Stück. Und zuweisen Champagner für Österreich. Weil der bringt es ja nicht nur nach Österreich, sondern nach Paris im Allgemeinen. So da. Let's go. Na dann, ich würde sagen, die Strecke kennen wir eigentlich schon. Vor zumindest den Teil jetzt hier.
Hier ist eine Steigung, oder? Oder warum ist der so langsam? Ich glaube, hier ist eine Steigung drin, die mir so gar nicht gefällt. Und der hat jetzt Vorfahrt, weil er geil ist, oder? So, jetzt wird der natürlich auch wieder Vorfahrt bekommen, oder? Natürlich. Okay, das heißt, ja, wir schauen uns gleich die neue Strecke an, aber erstmal muss ja alles funktionieren. Und wenn ich hier wirklich einen Personenverkehr auch einrichten werde, werde ich das zweigleisig machen. Zumindest bis hier und dann ab hier. Also das Stück eingleisig lasse ich mir einreden. Das hier lasse ich mir eingleisig einreden. Weil das ist schon ein bisschen malerisch. Wobei eigentlich sollte man alle koppeln. Es gibt halt so viele Vorteile, die kosten uns unfassbar. Aber es gibt halt einfach alles viel schneller. Aber jetzt müssen wir das wirklich sagen, weil es gerade wieder auf dem Boden war. Weil. Oh! Da gibt das Button. Weil wir hängen jetzt hier schon wieder. Damit haben wir die neue Strecke auch gesehen. Champagner direkt wieder zurück. Sehr gut. Und der kann jetzt hier trotzdem ausweichen. Sehr schön. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Der muss hier warten, aber das macht nichts. Und let's go. Treibstoff wird geliefert. Warum wird der so langsam geliefert? Ach so, weil es LKWs sind. Oh, ich bin gerade übrigens ans Mikro gekommen. I'm sorry. Ja, die produzieren halt einfach. Transportauslastung ist erst 52%. Trotzdem, das ist ja Wahnsinn. Es ist halt blöd, dass man nichts zurückliefern kann. Wir können gerade vielleicht hier einen Güterbahnhof für den Champagner. Aber dann müssen... Das ist ja nicht derselbe, oder? Hier die, naja, Kesselwagen ist nicht, also die können da nicht dasselbe in demselben Anhänger transportieren, also schon blöd. So, und die sind alle auf dem Weg. Das heißt, sobald der hier ankommt, müssten wir eigentlich fertig sein. Oder vorher schon. Die große Flutwoche steht kurz bevor. Das Organisationskomitee braucht Hilfe bei den Vorbereitungen. Eine Tribüne für die Gäste muss gebaut werden und natürlich sollte niemand verdursten. Liefere Bretter und Champagner zur Veranstaltung. Ja, Bretter und Champagner wissen wir und Veranstaltung ist hier in Rhein. Okay, das mit dem Champagner ist schon mal gut. Da können wir hier so eine Abzweigestelle machen. Oh weh. Der gute Herr ist reichlich beschwipst und wild entschlossen. Er klettert bereits am Turm hinauf. Treffe Vorkehrungen, auf dass seine Landung weich ausfällt. Platziere einen Heuhaufen unter dem Eiffelturm. Will er jetzt Assassin's Creed nachspielen oder was? Wie kann ich das jetzt machen? Habe ich jetzt hier wirklich einen Heuhaufen unter dem Eiffelturm? Ist das hier? Ah, das ist ein Asset! So, wenn du schon Assassin's Creed-Style springst, dann... Das ist haarscharf nochmals glimpflich ausgegangen. Der Fledermausmann ist halbwegs wohlauf und schwankt schon von dannen, um ein neues Kostüm zu entwerfen.
Wahrscheinlich Superman oder so. Okay, das war eine lustige kleine Quest. So, Bretter und Champagner zur Veranstaltung. Ist die Frage, das hier reicht von der Distanz her nicht. Macht aber auch nichts, weil eine Champagner kommen, können wir von da liefern. Die Bretter werden eher ein Problem, weil ich könnte hier so einen Abzweig machen. No problem. Und dann das ganze Stück bis hierher. Ja, und dann mache ich hier einfach einen normalen Güterbahnhof. Güterbahnhof. Gleich zweigleisig und nicht ganz so lang. Wobei zweigleisig ist hier eher problematisch. Ja, weil so muss ich dann irgendwas abreißen hier, oder? Das ist echt schade, dass man... Kann man feinjustieren? Das will ich jetzt kurz mal anschauen in der Steuerung. Cockpit, Kamera, Zeige, Baumenü. Baumenü, Zeige, Baumenü. Linienmanager, Dingmanager. Das mache ich eh nie über Ding. Bauoption fein. Oh, fein. Mit Shift. Oh. Oh, das ist gut. Da hätte ich mir so viel komische Sachen schon ersparen können. Hätte ich das vorher gewusst. Mit diesem Feinen. Jetzt hier. Okay, das ist dann natürlich echt nice. So, da. Na denn, jetzt ist das kein Problem dann. Einmal der Champagner. Das kann ich dann auch fein machen, oder? Ne, das kann ich nicht fein machen. Das mag er gar nicht. Okay, das macht aber auch nichts Großartiges. Dann machen wir das aber hier rein. Damit wir eventuell auch irgendwie übers Ausweichgleis kommen können. So, wie kostet es denn am wenigsten? So. Alright. Dann können wir das schon mal machen. Da können wir schon mal einen Zug für den Champagner. So, Champagner. Da muss jetzt auch nicht viel Kapazität haben, weil der fährt ja sehr schnell von A nach B. Können wir schon mal die Linie einrichten. Das ist hier einmal hier Shampoos Veranstaltung. Was für eine Farbe hat Champagner? So grün? Keine Ahnung. So. Nicht umbenennen. Haltestellen hinzufügen. Einmal hier drüben und einmal hier. Ja, machen wir das andere Gleis, damit das auch mal verwendet wird. Weil machen wir lieber hier. Machen wir es lieber so. Hier ist schon ein Signal, sehr gut. Oder machen wir sicherheitshalber nochmal hier auch ein Signal hin. Damit das dann hoffentlich besser funktioniert. So. Braucht der jetzt auch noch Champagner oder nicht? Konsum im Lager. Doch, der konsumiert weiter. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt die Bretter über die andere Seite liefern. Dafür muss das hier erstmal kurz ein bisschen weg. Hier so ein rüber, so ein Schwenker. 69er Schwenker wäre natürlich nice. Geht 69 Schwenker? Ja, 69er Schwenker geht. Sehr gut sogar.
Nur ich glaube nicht so weit, damit es möglichst gerade ist. Und dann hier so rein. Genau. So, da. Genau, und dann muss der hier über diese Verzweigung. Genau, Signale. Einmal hier. Und dann brauchen wir noch eines hier. Das dürfen wir hier auf der anderen Richtung nicht machen, sonst haben wir ein Problem. Jetzt weiß ich schon solche Sachen inzwischen. So, und jetzt noch hier rüber. Da kommen wir, würde ich sagen, von hier drüben. Hier drüben. Oh, theoretisch könnte ich hier sogar eine Brücke machen. Also, warum geht sowas denn nicht? Also mit einer kleinen Brücke, aber... Oh, ich weiß eine Sache. So, Größe und Stärke machen wir hier mal deutlich größer und stärker. Ich weiß, es kostet jetzt unfassbar viel, aber es wird gleich hoffentlich richtig nice ausschauen. Hoffe ich mal. Und zwar... bis hier rüber. Bis hier hin. So. Und dann von hier oben... machen wir hier nur so ein kleines Stück. Okay, nee, das ist schlecht. Hoch mit dem Terrain, hier nämlich. Und zwar... oh, was passiert, wenn ich jetzt hier anschließe? Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Und zwar... ja! Nein! Falsche Taste! Nein! Okay, ich muss das hier ein bisschen tiefer machen, sonst schaut das echt kacke aus. Stärke ganz gering. Wir gehen nur so ein Ticken. Und zwar von hier nach hier drüben. Jetzt auch hier ein bisschen anheben. Jetzt. Warum geht's jetzt nicht? Hätte ich beides doch anheben müssen. So, wie ich will das jetzt hier schön ausschauend machen. Scheißegal. Nee. Hier. Nein. Warum geht's denn jetzt nicht? Es hat doch vorhin funktioniert. Müssen wir hier vielleicht sogar noch höher gehen?
will hier so eine geile Brücke über die Straße machen. Koste es, was es wolle. Ja! Warum habe ich irgendwas gemacht eigentlich? Ich wollte feintunen. Aber, ja. Genau so. Genau so. Wenn schon mit zwei beschissenen Füßen, dann so. So, dann machen wir Folgendes. Hier machen wir so ein Doppelgleis. Bis hierhin. Circa. Das führen wir jetzt so hier rein. Und dann auch entsprechend hier wieder zurück. Schön 69. Und jetzt Folgendes. Hier geht das so rüber. Und jetzt verbinden wir die beiden. Und dann machen wir den Rest mit Terrain. Mit dem Terrain-Tool. So kostet es am wenigsten. So. Der Rest machen wir hier mit dem Ebnungstool. So, hier müssen wir aber wirklich, damit das einigermaßen gut ausschaut, hier wirklich schön Hügelkette machen. Sonst schaut das jetzt hier aus wie wirklich wie hingeschissen. So, und hier können wir Ausgleich machen, genau. Schön klein und jetzt nicht so stark für hier. Genau, und jetzt hier so ein bisschen alles hügelig, sehr gut. Sehr gut, das schaut, würde ich sagen, wunderbar aus. Ja, wunderbar. Jetzt hier drüben noch, ich weiß, das ist jetzt sehr viel von der heutigen Folge, was darin jetzt verwurstet wurde. So, und jetzt müssen wir hier anpassen, und zwar großflächig. Okay, es schaut hier mit dem Knick nicht so toll aus. Aber ich habe Angst, dass wenn ich jetzt irgendwas hier weglösche, wobei... Ah doch, das schaut dann besser aus. Jo, das ist so ein... Wobei, konnten wir das, was wir gerade hier gemacht haben... Vielleicht mit hier... So. Jo, doch, das schaut... Das schaut zumindest ein bisschen besser aus als vorhin gerade. Sehr gut. Dann würde ich sagen, das passt so und die Linie richten wir dann beim nächsten Mal ein. Wobei, komm, das machen wir jetzt noch auf die Geschwinde. So, nämlich hier Bretter für Tribüne. Ich weiß, ich benenne das gerade so ein bisschen fade, aber sonst glaube ich, habe ich echt bald Probleme. Oh, Bretter für Tribüne können wir übrigens auch braun machen. Oder so zumindest. So, und wir wissen ja, er fährt immer zuerst in die andere Richtung raus. Von daher
Machen wir es einmal hier und einmal hier. So, wir müssen eigentlich jetzt, glaube ich, nur noch auch signaltechnisch hier... Nee, hier... Nee, hä? Hier. Brauchen wir einmal ein Signal hier. Damit die sich quasi nicht so komplett Kopf an Kopf gegenüberstehen können. Dass sie sich nicht genau beide in der Mitte des Bahnsteigs quasi treffen. Achso, Moment. Und wir müssen hier, sonst gibt es auch Probleme. Ich hoffe, das klappt jetzt. Okay, es klappt. Sehr gut. Müssen wir nämlich hier den hier machen. Weil sonst gibt es auch Probleme. Ah, ist vielleicht ein bisschen zu weit vorne, fällt mir gerade so auf. So, da. Das müsste perfekt passen. Und jetzt würde ich sagen, braucht es hier nur von hier nochmal Fahrzeuge. Und das machen wir und anschauen werden wir es uns dann beim nächsten Mal. So, wo sind die Bretter? Hier. So, 40 Kapazität ist, glaube ich, immer ganz gut. Zwei Stück Bretter für Tribüne. Und let's go! Jo. Genau. Also ihr fährt jetzt hier raus, hier rüber und holt die Bretter, hoffentlich. Na gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Transport Fever 2 und bis dahin sage ich Tschüss, Leute!